Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Minecraft, weiterhin hier mit Jan. Aber wenn wir schon dabei sind, wegen der Anonymität, die ja manche Leute gerne haben möchten oder besitzen möchten. Es geht ja alleine schon los. Nehmen wir mal eine Eikiste, hatten wir noch nicht, oder? Oh, nicht. Okay, nehmen wir ganz hinten eine Kiste. Warum kriege ich diese Kiste? Ah, da. Dann nehmen wir mal diesen Beispiel. Es gibt ja zum Beispiel eine Garantieverlängerung, wo du dich dann auf den ihrer Homepage ja verlängern musst. Deine Daten angeben musst, wie bei Zortec oder Asus oder was weiß ich. Oh. Die bieten das ja an. Ja, schon gibst du deine persönlichen Daten wieder überall an. Ja. Oh. Weißt du? Hallo? Ja. Leute, es... Man meldet sich eigentlich überall so oft an. Genau. Aber wenn es dann wieder da irgendwie so ein Hauptthema ist, zum Beispiel jetzt bei Nvidia, dass man sich da jetzt registrieren muss, auf einmal, ach ja, nee, geht gar nicht. Genau, geht gar nicht. Aber sonst, und ich glaube, dass so ein Konzern wie Nvidia es nicht nötig hat, eure Daten weiterzugeben, nämlich ja, eher solche... Wir wollen höchstens sie optimieren lassen. Genau. Alter, die Kiste ist schon wieder voll. Wollt ihr mich jetzt eigentlich verarschen? Ich bringe gerade ein paar weg, dass die nicht alle wegploppen, die Eier. Ich weiß ja nicht, was wir damit mal machen wollen. Ein Kuchen backen oder so? Kuchen! Setze ich das eigentlich mehr, so einen Kuchen, dann? Gar nicht mehr. Okay. Ja, was ja auch viele einfach gar nicht verstehen, zum Beispiel ein Auto kann heute schon, weißt du, wenn man jetzt ein bisschen übertreibt, schon sehen, wann du das letzte Mal in deinen Sitz gefurzt hast. Ja, und dann machen die Leute sich wegen sowas Gedanken. Keine Ahnung, also... Und dass Windows 10 ja angeblich so schlecht ist, Leute, hört einfach mal nicht... Hört mal auf, Fernsehen zu gucken. Ganz ehrlich. Aber wenn ich mir da... Man merkt, dass es bei mir leckt, Leute. Sorry, dass ich noch da dran, weil ich am Hochladen bin. Für euch. Hört mal einfach auf, euch um... wie kann man das sagen? Um unwichtige Sachen, die es eigentlich sind, Gedanken zu machen. Weil machen dagegen können wir jetzt sowieso nichts mehr. Das hätten wir alle machen müssen, wo Facebook, Twitter und der ganze Scheiß rausgekommen ist. Da hätten wir uns gegen diese Kacke wehren müssen, ne? Also gegen dieses Registrieren und die Daten werden weitergegeben. Jetzt ist der Zug abgefahren, auf Deutsch gesagt. Ja, was ich auch nicht verstehe, die Leute wollen immer alles möglich perfekt läuft, hier und da. Genau. Man kann das ja nicht machen, wenn man zum Beispiel von anderen, sage ich jetzt mal, nicht private Daten liest, aber zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach mal eben so einen Webbrowser, wenn er abkackt, dann steht ja auch, dass das weitergeleitet wird. Genau. Dadurch wird das auch halt verbessert und hast du auch mehr Spaß dran. Richtig. Aber ja, das ist... Ja, das ganze Problem ist ja, Jan, wir hätten uns da ja gegen wehren können. Ich hätte das auch gut gefunden, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen. Wenn dieser ganze Datenzwang nicht wäre. Aber jetzt sich darüber noch Gedanken zu machen. Der ist falsch, der Gedanke. Genau, der ist einfach komplett falsch und ist einfach abgelaufen. Und jetzt was zu ändern, wo ihr das jahrelang nutzt... Ja, Leute, das will ich sehen, dass ihr das hinbekommt noch. Ja, die lachen euch ja aus, auf Deutsch gesagt, die Leute. Das ist immer noch die erste Reihe hier jetzt, ne? Ja. Okay. Dann hole ich schon mal ein bisschen Redstone. Gehst du ins Lager? Nein. Scheiße. Das
ehrlich gesagt, geh mal gucken, ob wir noch Wolle haben im Lager. Moment. Mal pennen gehen. Ja. Willst du summen, Alter? Upsa. Aha. Genau ins Loch gesprungen. Hallo, geh doch da hoch. Ja, das ist... aber es wird ja sowieso heute alles abgefragt, ne? Das Einzige, wo ich mich versträube, da haben wir uns, glaube ich, in LS drüber unterhalten, ist zum Beispiel, dass ich meine Kreditkartendaten irgendwo angebe. Das tue ich nicht. Ja. Also davor sträube ich mich extrem. Also da ist mein Geld drauf, mein Hab und Gut in dem Sinne. Wenn du das nicht mehr hast, ja, dann weißt du nicht mal mehr, wie du den nächsten Tag essen sollst. Nee. Also da bin ich wirklich vorsichtig, was damit zu tun hat. Aber der Rest... Oh, wir haben noch ein bisschen Wolle. Echt? So 2 Stacks und 10. Boah, das ist ja schon mein Anfang. Ja. Ich gehe ja nebenbei immer wieder kloppen dann. Und dann sollte das ja schon gehen. Und ich habe jetzt die Zucht schon hochgezogen, ne? Also ich fange jetzt auch an und dass die poppen und dann... sollten wir einen großen Stall voll kriegen. Ich habe die ja letztes Mal alle getötet wegen Geige. Gab es da technische Schwierigkeiten? Nee, der hat ja immer noch die technischen Schwierigkeiten. Der kriegt seine Scheiße nicht wieder auf die Reihe mit seinem Internet. Der hat extreme Probleme mit seinem Kack. Also ich hatte 64 Stück und habe jetzt noch 16. Kann man schon. Nee, einfach nur mal, wie viel eine Reihe ist. Dann müssen wir mal gucken. Ja, das mache ich gleich. Ja, wahrscheinlich. Ich habe jetzt überall reingemacht. Wahrscheinlich kommen irgendwo auch wieder welche raus, verstehst du? Aber... Nein, da rein. 8, 9, 11, 14, 15. Welche Sorten haben wir? 4. Weizen, Karotten, rote Beete, Kartoffeln. Oder? Weizen, Kartoffeln, rote Beete, Karotten. 4. Weißer. Ja, dann 5 Felder ranbauen. Oder doch? Weiß ich nicht. Bist du dir sicher, dass es 15 sind? 1, 2, 3. Naja, hör ich mich blöd. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 durch 4 sind. Naja, 15 durch 4 sind 3,75. Also, in einem schlechten Feld so ein Drittel damit voll machen. Ja, wir könnten aber. Wenn wir 12 nehmen, nein, wir nehmen 12. Ja, warte mal, muss ich mal gerade überlegen, ich will nichts wegnehmen. Von was würden wir am meisten brauchen? Weizen. Also machst du das Weizenfeld am größten, sodass die anderen passen. Verstehst du mein Prinzip? Ja. Also ist in dem Sinn das Weizenfeld oder einen kleiner machen, ne? Ist ja egal. Das war gerade Blödsinn, was ich gerade gesagt habe, aber. Wir haben 15 Felder. Nehmen wir 4 für Weizen. Ja. Haben wir noch 11. Dann nehmen wir wieder 3 für, sagen wir mal, Kartoffeln. Haben wir 8. Ja. Oder 3 für. Ja, hättest du noch 2 über. Dann haben 2 wieder übrig. Sozusagen ein Feld mit 3 auskommen, die anderen alle 4. Was hast du denn jetzt für Weizen genommen? Wie viel? 4. Also haben wir insgesamt 3x4. Weizen 5. Ja, wir machen 4, 4, 4, 3.
3x4, einmal. Am besten eigentlich. 3x4, einmal 3, das sieht am besten aus. Und den Dreier machen wir auf den letzten Abschnitt. Da hinten irgendwo, oder? Genau, da machen wir den Dreier hin, oder nicht? Ja. Da macht ihr immer so einen Klotz dahin, genau. Ja, würde ich sagen, Jan, also das sollte dann schon ziemlich cool aussehen. Weil hinten zum Ende hin siehst du es doch eh nicht. Ja. Drei, okay. Jetzt nur noch überlegen, wie wir das machen. Mit diesen verschiedenen, wir wollen das ja so machen, dass jedes Feld ein Hebel ist. Genau. Und alles muss da theoretisch rein. Da hinten, ne? Ja, theoretisch bräuchten wir wie hier, hier diesen das Wassertransport-Dingen hier. Items reinfallen, dann hier lang schwimmen und dann da rein wieder. Ja, einfach so machen. Ich weiß nicht, ich sag mal was, ja? Wir nehmen diese Reihe weg. Da läuft das Wasser rein. Hier drauf legen wir dann Glas zum Beispiel oder noch eine Reihe tiefer und läuft dann da rein. Was hältst du davon? So sind wir eben. Aber das wird tiefer hier. Das ist ja egal. Drei bis vier Blöcke. Aber wir dürfen aber nicht hochbauen wieder. Dass das hier läuft. Hoch wird nicht. Sondern dass dann hier oben drauf Glasscheibe ist. Und du guckst dann da drauf zum Beispiel. Das finde ich okay. Und dann hätten wir ja hier in dem Sinne die Erde. Ja. So, also so, naja, hier wäre dann Glas in dem Sinne. So. So wäre das doch cool dann. Und dann kannst du vielleicht hier mal endlich den Weg hinmachen. Oder wir müssen später Gitter auf dem Boden machen. Kann man auch machen. Wow. Hatte ich früher mit Andi, kannst du dich dran erinnern? Da hatten wir ja auch sowas gebaut und dann hatten wir ein Gitter rübergezogen. Das kann man auch machen. Aber ja, wir müssen ja nicht alles bauen, wie wir es schon mal hatten. Aber so würde ich es bauen in dem Sinne. Oder versuchen so zu bauen. Besser gesagt. So, da holen wir mal alles ran. Da Eimer brauchen wir. Und dann sollte man das eigentlich auch gut hinkriegen und dann sieht das auch viel besser aus wie vorher einfach. Ne, wenn das eben ist, alles zueinander. Aber ich will jetzt auch heute kein Stück da mehr abreißen oder so. Ich will jetzt hier ein bisschen bauen. Den Berg, der muss hinten ja auch noch weg. Also den reiße ich auch noch ab, dass das oben alles bündig ist, ne? Aber das muss nicht jetzt in dem Sinne sein. Ja. Ich bin gespannt, wie das später aussieht hier. Jetzt sieht es auch noch ein bisschen katastrophisch aus. Wenn wir die dann wirklich auch anmachen, die Scheiße. Dann lasse ich mich schon ziemlich überraschen. Ja, wird schon ganz geil, glaube ich. Ja. Ja, wie gesagt, bis jetzt ist man noch mega Rohbau hoch 10 hier. Ja, ich finde jetzt auch nicht, wir haben jetzt, ja klar, für die Leute ist es viel, aber wenn du privat oder wenn du jetzt so spielst, war das jetzt nicht viel Zeit. Fürs Let's Play gesehen, ja, war es viel, Ultra, auf jeden Fall. Ja, ja klar. Ja, und schon wieder poppen lassen, so, fertig.
gleich wieder geschert und gleich wieder poppen lassen. Das war da richtige Schafherde an Land kriegen. Ja, und wer Bock hat auf Forest Village, schaut doch mal rein. Ich erkläre da auch einiges. Also ich und Jan haben das privat ja schon ziemlich viel gespielt. Ja. Wir haben eigentlich schon... Oh, Scheiße, wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Hinten beim Wasser. Ja, hab ich auch gerade mir gedacht. Auch schon manche Leute gefragt, ob man zu Fuß in die Häuser gehen kann und so. Aber diese Funktion nutze ich irgendwie gar nicht. Die geht irgendwie in dem Spiel komplett unter. Ja. Was jetzt nicht negativ klingen soll. Einfach nur eine Feststellung, die wir gemacht haben. So. Also eigentlich diese scheiß Waschmaschine von der Nachbarin fertig. Die hat einen Lagerschaden in ihrer Waschmaschine. Na gut, die Alte hat auch einen Lagerschaden, aber ist ja egal. So, ich liege. Ob der Baumeister. Schön getrunken, ja. Oh, ja. Ja, ja. Ja, kann ich euch gut empfehlen, ja. 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 Okay. Buff, 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 buff. Na, die Glowstone setze ich da später rein, Leute. Immer wichtig ist, dass wir überhaupt hier einige Sachen fertig bekommen, so wie sie sein sollen. Und ich glaube, so viel Glowstone haben wir eh nicht. Ich glaube, wir müssen dann sowieso nochmal in Nether. Ja. Ich ziehe das aber durch mit dem Glowstone da. Das war so, oh, so cool. Ich denn heute so viel hier in dem Spiel? Wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit im Rennen bin. No. Naja, egal. Wir sagen vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Runde. Tschüss. Bin sofort wieder da.